es ist ja ein ganz breites Feld von Investoren. Und gerade zur aktuellen Zeit und auch mit einem Blick in die nähere Zukunft sind Hotelimmobilien vom Chancen-Risikoprofil selten so attraktiv gewesen wie heute. Das liegt vor allen Dingen daran an dem Inflationsausgleich. Also wir haben indexierte Verträge auf der einen Seite. Wir haben Renditen, die immer noch deutlich besser sind im Vergleich zu Wohnen, aber auch zu Logistik beispielsweise. Ich sage mal so schön beim Shopping Center, wie heißt es so schön, Amazon bleibt, Corona geht und jede Krise geht. Und was schön an Hotelimmobilien ist ja auch, das hat bisher jede Krise gezeigt, von 9-11 über Lehman-Pleiten bis hin zu der Corona-Pandemie. Die Nachfrage bounced ganz schnell wieder back, also man schnappt ganz schnell wieder zurück in der Nachfrage. Und da muss man tatsächlich als Investor aufpassen, auf welche Standorte gehe ich. Gerade so die B-, C-, D-Standorte sind da besonders interessant.